Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Freitag, der 17. April 2020, und heute vor 4 Wochen habe ich angefangen, diese kleine Sendung hier zu machen und euch durch den Alltag zu begleiten, für die, die Zeit haben oder den Wunsch haben, manchmal über etwas anderes nachzudenken. Ich habe ja das Glück, ein Zimmer für mich allein zu haben, das ihr hier auch manchmal seht. Andere leiden ein bisschen darunter, dass sie zusammen sind die ganze Zeit. Und ich musste daran denken, als meine Kinder klein waren, gab es mal so ein lustiges Gespräch mit einer Freundin bei einem Essen. Und wir beide hatten gerade erst ein halbes Jahr ein Kind und waren zum ersten Mal aus bei einem Geburtstag und sprachen darüber, wie anstrengend es für uns war und wie ungewohnt, dass man eben den ganzen Tag so ein kleines Wesen um sich herum hat. Und da sagte jemand, ja, aber im Büro, wenn ich da arbeite, habe ich auch den ganzen Tag jemanden um mich herum. Und dann sagte meine Freundin damals ganz lakonisch, ja, aber ich nehme an, dein Chef möchte nicht mit dir aufs Klo gehen. Ja, so ist das Leben mit kleinen Kindern. Meine sind schon groß und ich kann mir die Tage relativ gut einteilen. Aber manchmal habe auch ich das Gefühl, dass ich mich genauso wie der Rest der Gesellschaft in einem freien Fall befinde und versuche, das Beste daraus zu machen. Und ich hoffe, dass ich für euch ab und zu interessante Gedanken entwickle über das Schreiben, bei dem die Wirklichkeit und die Fiktion, die Erinnerung, die vielleicht bald Thema sein wird, eine Rolle spielt, Autoren, die ich sehr geliebt habe. Mir fiel ein, dass ich als Kind in der Zeit, als ich dann in die Pubertät kam, viel bei meinen Eltern im Restaurant geholfen habe. Und da eigentlich schon so auf Bücher und dieses Innenleben eingetaktet war, dass ich dann beim Gemüseschnippeln oder Kuchenbacken oder bei Tätigkeiten, die mich nicht nach außen gefordert haben, immer in die Fantasie abgewandert bin. Meine Mutter hatte einen Bücherschrank wie ganz viele in den 60er, 70er Jahren vom Bertelsmann Lesering bestückt. Aber hinzu kam, dass meine Eltern jedes Jahr Geschenke bekamen. Und zwar von ihrem Getränkelieferanten, was ich irgendwie ganz toll finde. Das weiß ich nicht, ob es das heute noch gibt oder ob heute nur Champagner geschenkt wird. Jedenfalls sieht man hier die Pepsi-Cola-Vertretung, die ihnen also dieses wunderbare Buch hier zum Dank geschenkt hat von Giovanni Boccaccio, das Decamerone, das ja in der letzten Zeit auch häufiger Erwähnung findet. Ich komme gleich drauf zurück. Und da stand dann vorne drin, für das Vertrauen, das Sie uns in diesem Jahr entgegenbrachten, danken wir Ihnen herzlich und erlauben uns als kleines Zeichen der Freundschaft dieses Buch zu überreichen. Ihre Westgetränke GmbH. Die Westgetränke GmbH hat meinen Eltern auch dieses Buch geschenkt, das ich sehr geliebt habe als Kind und was mein erster Ausflug war in die kasachischen, aserbaidschanischen, mongolischen Steppen. Und es hieß Die Quelle des Lebens von Jascha Golowaniuk. Es ist immer ganz schwierig, Bücher, die man als Kind oder junger Mensch geliebt hat, später nochmal zu lesen. Manchmal klappt es, manchmal verändert sich aber der Blick so sehr, dass man denkt, vielleicht hätte ich lieber meine Erinnerung daran bewahrt. Vor 4 Wochen dachte ich, dass ich jetzt einsteige in meinen Roman über die Armenier im Libanon. Ich hatte das auch hier schon am Anfang erwähnt. Dann kam aber die Anfrage des Literaturfestivals Globale, eine Erzählung zu schreiben, die Bezug nimmt auf eben dieses Decamerone von Boccaccio. Man findet eine sehr, sehr schöne Einleitung und Erläuterung auf der Website der Globale. Und überhaupt gebe ich immer unter der Sendung hier und auf meiner Website nochmal Links zu Büchern, die ich besprochen habe oder weiterführenden. Und wenn ihr da noch Fragen habt oder weiterführende Literatur von mir gern hättet, dann schreibt mir eine kleine Mail oder einen kleinen Kommentar, dann versuche ich das nachzuliefern. Dieses Buch von Boccaccio, das hier mit sehr schönen Holzschnitten versehen wurde, erzählt von 10 Tagen im Leben von einigen jungen Menschen, die, als in Florenz die Pest geherrscht hat,
sich aufs Land zurückgezogen haben und an diesen 10 Tagen immer 10 Geschichten erzählt haben. Also ich hatte ja am Anfang schon mal Hans Blumenberg zitiert, der sagt, also das Geschichten erzählen hat eben auch genuin die Funktion, die Zeit zu vertreiben oder auch die Furcht. In dieser Situation ist es sicher beides gewesen. Diese Liebesgeschichte, die ich dann geschrieben habe, lagerte schon länger in meinem Kopf. Und es ist oft so beim Schreiben, du brauchst so eine ganz kleine Zündung und plötzlich fallen Dinge, für die du schon lange etwas suchst, eine Verbindung suchst, zusammen, ist der Funke zündet und du kannst die Geschichte schreiben. Und diese Erzählung heißt Madame Lézard will Liebe. Und ich denke, dass sie dann ab morgen Samstag bei der Globale auf der Website zu finden ist. Sonst sage ich auch noch mal Bescheid. Auf jeden Fall hat mich diese Geschichte über die erste Zeit des Schreckens von Corona hinweggetragen. Und das wollte ich eigentlich noch mal sagen, dass es ja ganz viele Möglichkeiten gibt, auch ein bisschen nach innen zu wandern, wenn es draußen zu viel wird, wenn es zu eng wird, oder auch die anderen zu bitten, dass man diesen kleinen Moment nicht angesprochen wird und so, weil wir alle brauchen immer die Zeit, Dinge zu verdauen und zu verarbeiten. Das Schreiben ist genauso überraschend wie das Leben. Man denkt, man beginnt eine Geschichte und plötzlich schiebt sich eine andere vor. Und eigentlich besteht die Kunst darin, dann zu merken, ist es nur eine Ablenkung oder muss ich dieser Geschichte jetzt nachgehen? Und bei uns in der Waschküche hängt ein Plakat von Natalia Ginzburg, der großen italienischen Schriftstellerin. Und da steht drauf, Gedanken, Gefühle und Geld kann man nicht für später aufheben. Ja, in diesem Sinne folgt euren Gedanken, aber verliert nicht den Faden dabei, denn das ist die andere Kunst, vor allem wenn man Romane schreibt. Und ihr merkt ja, wie viel Zeit und Raum ich brauche, Gedanken zu entwickeln. Der Roman ist eben eine Form, die in die Zeit hinein sich entwickelt. Ja, ich hoffe, dass ihr ein schönes Wochenende erlebt. Nächste Woche geht es weiter mit einem meiner Lieblingsschriftsteller und dem Geschichtenerzählen, dem Erzählen von Geschichten ganz genuin und einem Maler, den ich kürzlich entdeckt habe. Und morgen gibt es eben eine kleine Lesung bei der Globale und hier bei mir. Mal schauen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.